Am Ende der Erschöpfung. 1. Korinther 3, Verse 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Einmal hörte ich einen Satz, den ich mir unbedingt merken musste. Er hieß: Das Haus, das du ohne Gott baust, musst du selbst unterhalten. Warum baut man ein Haus? Sicherlich auch, um sagen zu können, dass dies sein Zuhause ist und man diese Wohnstätte besitzt. Wenn man nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, geschieht dies meist unter gewissen Risiken und Entbehrungen. Und das kostet manchmal auch viel Zeit. Und das zählt zumindest, wenn man in einem relativ wirtschaftsstarken Land lebt. Und wenn das Haus einigermaßen steht, hat man immer alle Hände voll zu tun, es auch zu erhalten und zu verteidigen und zu bewahren. Manche leben mit der Angst, alles wieder zu verlieren und sich übernommen zu haben. Und oftmals ist es ja auch leider so. Seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, ist für viele das Allerwichtigste. Aber fragen wir uns ernstlich, wo wir am Ende der Erschöpfung stehen? War es das alles wirklich wert? Was blieb auf der Strecke? Was gewinnen wir, wenn wir festhalten, was Gott nicht gebaut hat? Nicht, dass es verkehrt wäre, ein Haus zu bauen, aber man kann auf dem Grund der Erlösung vieles bauen und nicht alles genießt den Segen Gottes. Was wir bauen, muss der Prüfung Gottes standhalten. Teils schon hier auf Erden, aber spätestens im Himmel vor dem Preisgerichtsthron Jesu Christi. Und es geht eben nicht nur um Häuser oder generell um sichtbare Dinge. Mit was füllen wir unser Herz? Und was muten wir unseren Augen und Ohren zu? Es ist uns zwar alles erlaubt, aber nichts davon soll uns gefangen nehmen oder hat stets seinen Nutzen. 1. Korinther 6, 12. Wo stehen wir hier? Schon vor dem Abgrund? Wenn du zum Beispiel für nichts anderes mehr Zeit hast, als dich um die Erhaltung deines Hauses, deines Lebens zu kümmern und dein Beruf sozusagen von morgens bis abends und auch in der Nacht dich bestimmt und beeinflusst, dann stimmt etwas nicht. Es mag sein, dass man manchmal sogar von außen bestimmte Dinge mehr oder weniger aufgezwungen bekommt. Das kommt vor. Und dann liegt es auch an uns, das zu ändern. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Wir sollen keine Unabhängigkeit suchen, wo es sie nicht gibt. Der Feind wartet nur darauf, uns über alle Maßen zu beschweren und uns das Leben zu versauern. Wenn wir vom Kopf und Herz her unser Leben als Selbstversorger leben wollen als Christ, dann wird uns unser Alltag wie eine Tretmühle vorkommen, an der wir uns die Füße wund laufen. Irgendwann können wir dann nicht mehr laufen. Jesu Joch aber ist leicht und sanft. Warum also sollten wir kämpfen, wo dies nicht nötig ist? In manchen Dingen ist es nötig, aber nicht überall. Warum seine Zeit, Kraft und Geld für Unnötiges aus dem Fenster werfen? Es gibt genug Bereiche, wo wir kämpfen können und auch sollen. Aber sich tollkühn in jede Schlacht zu stürzen, ist wohl weniger klug. Manchmal kommen wir auf die eher dumme Idee, uns Gott gegenüber durch Unabhängigkeitsbestrebungen emanzipieren zu wollen. Sind wir so gleichmütig, wie es beispielsweise ein Hiob war? Können wir auch sagen, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
Hiob 1,21. Würde bei uns nicht wohl eher eine Welt zusammenbrechen, wenn unsere Häuser und andere Errungenschaften, unser sauer verdientes Geld, unsere Beziehungen und unser Glaube abhanden kommen würde? Was hält uns wirklich, wenn nichts mehr bleibt, wie es war? Dienen wir Gott oder dem Mammon? Lukas 16,13. Dienen wir nur unserer eigenen Vorstellung von einem guten Leben oder tatsächlich Gott und seinem Willen für unser Leben? Jesus Christus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Er sagt in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Liebe Freunde, ihr müsst bewusst zur Kenntnis nehmen, dass Jesus Christus diesen Monat wiederkommen kann. Oder schon in dieser Woche. Ja, er könnte sogar heute... Thank you.